Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Loot-Freunde, Just Me Eaten. Ein herzliches Willkommen von mir und Bombi zurück zu Isle of Scepter. Wir haben heute einiges vor. Bombi, was haben wir vor? Also zunächst mal, schön, dass du meinen Namensvorschlag übernommen hast, liebe Just Me. Ja. Freut mich sehr. Und dann wollten wir, glaube ich, als allererstes mal den Aufzug nehmen, Just Me. Wir haben nämlich Besuch. Ja, ich weiß. Ja, Just Me ist nicht so begeistert, aber ich find's mega. Wir haben einen hohen Besuch bekommen, Leute. Sehr, sehr hohen Besuch. Er ist da. Hans Bogner himself. Herr Bogner, hallo, schönen guten Tag. Toll, dass Sie da sind. Er hat sogar eine Nachricht geschrieben. Soll ich die mal vorlesen, Just Me? Ja, lies mal vor die Nachricht. Ja? Ja. Lieber Bombardin, ich, der große Hans Bogner, habe beschlossen, eine Weile in eurer Nähe zu bleiben. Mir sind deine Ruhmesgesänge über meine Taten und Weisheiten zu Ohren gekommen. Das hat mich sehr erfreut. Deswegen werde ich deine vortreffliche Baumfestung mit meinem Glanz erhellen und dir meinen fast göttlichen Segen geben, der große Hans Bogner. Just Me. Wir wurden gesegnet von Hans Bogner. Was hältst du davon? Yay. Ja, also Just Me ist nicht so begeistert, aber ich find's, also... Yes, wir haben den großen Hans Bogner hier stehen. The one and only. Hans Olo, da kannst du dir ein Beispiel dran nehmen. Er steht hier. Wo stehst du, Hans? Naja gut, aber schön, dass er da ist auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr gesegnet. So, Just Me, jetzt gebe ich mal den Ball an dich zurück. Was haben wir denn danach vor? Also, jetzt. Ich habe gehört, wir gehen auf Abenteuer, solange unser Tentakelfreund noch da ist. Oh ja, dann schwinge ich mich doch glatt mal auf Reinhard. Sobald ich mir was zu essen geholt habe. Hust, hust. So. Ich werde den Herbert heute nicht mitnehmen. Ja, das... Weil... Ja. Ich muss schweren Herzens einen anderen Thrall leveln, weil Herbert ist leider zu groß für die Vaults. Den kann ich da nicht mitnehmen. Also, ich muss dazu sagen, die Initiative ging von mir aus. Ja. Herbert ist einfach zu dick. Nein. Er ist nur kräftig gebaut. Herbert, Just Me. Es weht ein leichtes Lüftchen. Ja, lass es wehen. Das weht die ganze Zeit. Just Me. Der Herbert ist einfach zu dick. Du kannst dem doch nicht ständig die Burger geben. Doch. Nein. Doch, genau das kann ich. Und genau das werde ich auch weiter tun. Jetzt gib Ruhe. Du hast mir nicht zu sagen, wie ich mit meinem Herbert umgehe. Du hast ihn falsch gefüttert. Nein. Doch? Nein. Was glaubst du, warum der immer so aggressiv ist auf unseren Reisen? Weißt du warum? Weil er dominant ist. Nein, der ist auf fucking Zuckerentzug. Ich verfütter dem noch keine Zuckerburger. Du gibst ihm immer das McDonald's-Zeug. Nein. Da ist Zucker drin. Nein. Ja, ja. Gar nicht wahr. Der kriegt Just nur das Beste. Nur das Beste. Ja, das sagen sie immer. Das sagen sie immer, die Tierhalter. Nur das Beste kriegt das Tier. Du hast ihn einfach zu sehr verwöhnt. Es tut mir leid, Just Me. Ich meine, schau dir mal Reinhard an. Das ist eine Tonne pures Muskelfleisch. Warum reitest du auf Säbelstian? Tue ich nicht. Du schwebst in der Luft. Just Me, mach jetzt mal die Cheats aus, komm. Du bist derjenige, der gerade mit seinem Nashorn auf Hans Olo geritten ist. Du reitest bei mir auf Säbelstian. Und jetzt in der Luft bist du der kopflose Reiter, Just Me. Ja, schwebend. Immer. Ja. Naja gut, aber ich sag mal so, bei Herbert würde das nicht gehen. Herbert könnte nicht auf Säbelstian reiten. Nee, da wäre Säbelstian aber platt. Wir müssen hier runter, oder? Ja, wir müssen gen Norden. Also wir dürfen... Weiß nicht, geht's hier runter? Ja, da geht's runter, ne? Ja, geht die Wand halt runter, ne? Oh, das laue Lüftchen gefällt mir gar nicht, Just Me. Ja, sag ich doch. Aber macht ja nichts. Wir schauen trotzdem rein. Wir überleben auch im Mahlstrom. Wir müssen nur aufpassen. Das Lüftchen wird ein bisschen rauer.
Das Leben wird ein bisschen mauer. Aber das wird schon. So, wir müssen nur den Weg nach unten finden. Und dabei nicht draufgehen. Was machst du denn? Ich wurde von Wölfen angegriffen und weil mein Sebelstian fast tot ist, muss ich halt dazwischen steigen. Armer Sebelstian. Weil ich einen neuen Thrall leveln muss, der damit in die Vaults kommt. Wir könnten Sebelstian nicht sterben lassen. Nein. Zum Kotzen. Das wird schon, Just Me. Wird alles gut. Ich habe einen Wolfskopf. Wow. So, jetzt suche ich dich mal. Ach, da bist du. Mhm. So, und nu? Kann's weitergehen. Ach so. Ich wollte nur nicht mit meinen 100 HP hier irgendwie weitermachen. Ich dachte, du musst noch Pipi oder so. Das bist du, der ständig muss. Ach so, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, dass ich alt bin und eine schwache Blase habe. Ja. Sorry. Solltest nicht so viel Koffein trinken. Ich trinke ja kein Koffein. Ja. Das treibt den Harndrang nach oben. Ich habe hier nur eine Cola und einen Energieumdruck stehen. Ja, genau. Die sind garantiert koffeinfrei. Sicher. Ja, ja. Aber Justin, erzähl doch mal an dieser Stelle. Was denn? Was hältst du von entkoffeiniertem Kaffee? Gar nicht mal so schlecht, wenn man den richtigen Kaffee hat. Aber jetzt mal so unter uns. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin kein Kaffeetrinker. Ja, weil du verträgst das nicht. Aus gesundheitlichen Gründen. Aber Kaffee schmeckt doch an sich echt scheußlich. Kommt drauf an, wie du ihn trinkst. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt damit, aber ich finde, Kaffee ist so ziemlich das Ekligste, was man saufen kann. Es sei denn, natürlich, du hast so geiles Zeug, wie du da immer hast, ne? So deine Frühstückskaffees, die finde ich ja geil. Es ist ein normaler Latte Macchiato. Ja, das schmeckt schon geil, aber da ist halt auch ein Haufen Zucker drin und so. Aber so an sich schwarzer Kaffee ohne Zucker, gibt's was Ekligeres? Ich weiß nicht, du bist die Kaffeetrinkerin von uns beiden, deswegen wollte ich mal so nachfragen. Das interessiert mich schon länger und ich habe mir gedacht, man könnte das ja mal als Thema für so kleine Laufwege nutzen, weißt du? Ich trinke meine Milch mit einem kleinen Schluck Kaffee, wenn du das so sagen möchtest. Oh, ja. Just me. Ich hab ein Rhino-Pad für dich gefunden. Yay! Ich hab ein Nashorn-Pad. Oh, schon wieder so ein Kackwolf, ey. Just me, bald hast du ein Reinhardt. Yay! Au. Fuck my life, ey. Ich hätte jetzt mit mehr Begeisterung gerechnet. Ja, tut mir leid, dass ich hier von allen Seiten angegriffen werde. Ich habe keine Ahnung, wo mein Säbelzahntiger ist. Dem geht's gut. Er kommt schon. Solange die Nachricht nicht kommt, dass er tot ist, lebt er noch. Und ist garantiert wohl auf. Aber Justby, wir haben. Jetzt hast du auch bald ein Reitnashorn. Das finde ich hervorragend, du. Ich dachte erst, es wäre ein Stein, aber nein, es war ein Nashorn. Hey, hier sind diese befällten Nashörner. Ja. Ich meine, wir sind ja heute so ein bisschen auf Tierjagd. Ja, wir sind auf Tierjagd. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben nur erwähnt, dass wir auf Abenteuerreise gehen. Wir gehen auf Abenteuer, das war der Plan, aber eigentlich sind wir ja auf großer Tierjagd. Wir werden heute so ein paar Gegenden ablaufen, beziehungsweise einen Streifen im Norden ablaufen und dort mal gucken, was wir so an Tierchen finden. Denn das soll ein sehr potenter Spot für Tiere sein. Oh. Ja. Glaubt man kaum, aber es ist so. Mhm. Angeblich. Und nebenbei trotzen wir dem Mahlstrom. Oh ja, das wird, glaube ich, noch lustig, wenn der hier irgendwie demnächst losgeht.
Naja, wir haben ja auf unserem Server, muss man ja dazu sagen, wir haben im Mahlstrom den Ausdauerverlust der Reittiere abgestellt. Ah, okay. Sofern die Einstellung noch aktiv ist, ich hoffe es mal. Ansonsten, naja, ein bisschen sterben. Ah, wird schon. Doch kein Reitnashorn für Just Me, weil Reinhard stirbt. Ja, auch kein Säbelzahntiger, der hochgelevelt wird, weil der dann stirbt. Ja, das... Liegst du zu gut meinen? Kein Ferdinand mehr. Ja, aber Ferdinand war eh nie beliebt. Hallo? Ich glaube, es hat... Also, ich hab mit den anderen geredet. Wir haben mal so in einer internen Diskussionsrunde... Entschuldigung, wir haben dich da nicht eingeladen, weil ich weiß, das ist mit Ferdinand und dir, ne? So eine ganz besondere Sache. Aber wir haben da geredet. Also ich und Hans Olo und auch Rüdiger und so waren alle dabei. Und naja, wir sind zum Schluss gekommen, Ferdinand ist eigentlich die Person, also wenn wir uns entscheiden müssten, dass wir einen opfern, dann wär's Ferdinand. Ach so. Ja. Ich weiß, das klingt hart, aber... Ich meine, ich kann's ja auch nicht ändern. Ferdinand ist einfach nicht beliebt, der ist so arrogant. Also ich muss dazu sagen, der Fairness halber, ne? Also, ne, darf man jetzt nicht verallgemeinern. Wir haben auch besprochen, also der Kampfhubschrauber ist auch nicht sehr beliebt bei uns. Den mögen auch nur sehr wenige. Das glaube ich dir nicht. Ja doch, der Kampfhubschrauber ist sehr unbeliebt. Aber... Da glaube ich dir kein Wort, du. Nee, dass der Kampfhubschrauber unbeliebt ist, das glaube ich dir nicht. Der ist sehr unbeliebt, der Kampfhubschrauber, aber er kann halt fliegen, deswegen haben wir uns für Ferdinand entschieden. Aber ich kann dir sagen, Mitarbeiter des Monats wurde Herbert. Auch wenn wir uns diesen Flurschrein hier entdeckt. Ja. Auch wenn wir uns Sorgen um seine Gesundheit machen. Dem geht's hervorragend. Ah. Ich weiß nicht, Just Me. So, ich reite hier einfach mal gerade fröhlich durch die Gegend. Ich meine, wenn... Ja? Wenn ihr uns alle nicht leiden könnt, dann kann ich auch... Dich mögen wir. Dich mögen wir ja. Das hört sich nicht so an, du. Doch. Also, also besonders Reinhard hat gesagt, Just Me ist echt dufte. Das hat sich vorhin aber noch anders angehört. Nee, also... Oh also, doch. Was? Also besonders Reinhard mag dich gern. Reinhard hat sogar angeboten, dir Diät-Tipps zu geben. Für Herbert. Ah, noch Fettshaming hier. Ich glaube, es hackt. Da geht's um die Gesundheit, Just Me. Kein Fettshaming. Reinhard hat sich bereit erklärt, einen Trainingsplan zu erstellen für Herbert. Und natürlich auch einen Diätplan. Damit er in die Vaults reinpasst. So, ich bin bei den Dischern. Ich verprügel jetzt mal ein paar Discher. Have fun. Also Dschungelklauen, auch genannt. Ich habe einen Discher-Kopf. So. Oh. Oh, wow. Ich bin im Mahlstrom. Ja, nicht nur du. Wir haben Spaß im Mahlstrom. Ich habe einen Elefant gefunden. Einen großen. Ja, nimm mit. Einen großen. Ach so, langweilig. Ach, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, fällt mir gerade auf. Ja, ich bin ja auch fröhlich hinterhergeritten. Das ist ja spannend.
finde das eigentlich ganz cool. Oder hast du schon ein bisschen Angst, Jasmin? Oh, so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ah, mach dir keine Sorgen. Wir haben gute Thralls dabei. Ich hab den Elefantenfriedhof gefunden. Mufasa! Nee? Wow! Wo ist der ich bin auf dem Weg. Oh. Oh, da ist ein Tiger. Ein großer. Mufasa. Und ein alter Elefant. Das ist ein schöner Ort. Ja. Wow! Neben mir ist ein Blitz hier schlagt Blitze ein. Ja, ja. Wenn Blitze einschlagen, musst du aufpassen, dann spawnen nämlich die Viecher. Ja, ich weiß. Die nicht so netten Viecher. Ach, wirklich? Die sind ein bisschen unfreundlich, ja. Aber die sind besiegbar, keine Sorge. Wollen wir mal so eine Mahlstrom-Kreatur töten? Ja, mein Sebastian prügelt sich. Oh. Okay. Ew, was ist das denn? Also deine Mutter-Jokes kriege ich jetzt mal nicht an diese Stelle. Schick mal deinen Sebastian weg. Lass mal Hans Olo tanken. Oder mich alternativ. Ich kann den auch tanken. Scheiße, ich bin in dem Vieh drin. Ah, er trifft mich aber nicht. Haha. Arschlecken. Das ist ja ekelhaft. Ach was? Och, fuck. Ich hab Mist gebaut, Jasmin. Ich hab ganz doll Mist gebaut. Jasmin, ich hab ganz doll Mist gebaut. Ist tot. Okay, ich glaube, wir müssen hier weg. Aber ich wollte da. Ach du Scheiße. Das Instabile wollte ich gerne noch mitnehmen. Ich habe Mist gebaut. Ich wollte mir vorher Aloe-Tränke mit ins Inventar ziehen. Hab sie aber versehentlich rausgenommen. Ah, fuck. Genau. Das denke ich mir auch gerade. Wollen wir nochmal kurz zurück zur Basis vielleicht? Ich weiß nicht. Kann man Aloe-Tränke trinken, während man auf irgendwie einem Pferd sitzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass man essen kann. Ich habe mal schnell was getrunken. Also ich reite jetzt mal zur Basis zurück. Okay. Ich habe den einen Boss abgebaut und diese lustige Essenz rausgeholt. Sehr gut. Die Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hm, so ein grünes. Oder haben sie mittlerweile Namen? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht geguckt. Okay. Ja, es ist ohnehin nicht schön, im Mahlstrom zu farmen. Muss man auch mal so ganz deutlich sagen, glaube ich. Oh. Oh nein. What? Warum hat er mich jetzt abgeschmissen? Reinhard, was ist los? Zu viel Schaden auf einmal bekommen? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Okay. So, raus hier. Da ist noch so ein Vieh. Ja. Aber immerhin, Just Me, wir waren nicht ganz erfolglos. Ja. Wir haben dir ein Rhino-Tierchen geholt. Wir haben einen Boss gekillt. Und einen Totenkopf-Boss, aber... Wow. Oh, jetzt wurdest du auch abgeschmissen, ne? Ja. Ich vermute, der Ausdauerentzug ist zwar weg... Aber nee, sobald. Nee. Das ist mir schon mal passiert. Außerhalb des Mahlstroms. Einfach weil. Also, meine Vermutung wäre jetzt gewesen: Der Ausdauerentzug im Mahlstrom ist zwar weg, aber sobald die Ausdauer auf Null sinkt, schmeißt er dich halt trotzdem im Mahlstrom runter. Ew. Genau.
Ja, so eklig ist das jetzt auch nicht. Ew. Mann. Das Vieh, was mir gerade hinterher geflogen ist, schon. Ah, das ist eine Wespe. Ach du Scheiße. Oh shit, oh shit. Komm, steig auf. Weg, weg, weg. Hey, Just Me. Ja, bitte. Das ist das Endgame. Warum vor meiner Nase? Wir werden sehr viel Spaß haben. Ich glaube, wir werden hier noch sehr, sehr viel Spaß haben auf der Isle of Scepter. Ja. Aber ich sag mal, bis dahin haben wir bessere Waffen, bessere Rüstung. Das ist richtig. Und bessere Thralls ja, und sind darauf vorbereitet. In den Vaults kriegst du ja auch Buffs, die quasi den Schaden erhöhen an Malstrom-Kreaturen. Genau. Das heißt, wir haben jetzt quasi eine Malstrom-Kreatur ganz ohne Buff angegriffen. Das heißt, der Schaden war definitiv verringert. Und wenn wir das nächste Mal machen, dann sind wir hervorragend vorbereitet. Ah. Aber so an sich war der Malstrom jetzt eine blöde Idee, das gebe ich zu. Mein Ziel ist es hier gerade einfach nur raus aus dem Malstrom. Ja. Ich glaube, jetzt ich bin, sind wir draußen. Ja, ja. Oh, scheiß die Wand an, ey. Ach, schön. Wollen wir mal gucken. Reine Luft. Instabiler Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, Just Me, pass auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Wir gehen zu Siptas Aufstieg. Okay. Und erledigen ein paar Skelettchen. Ist das eine Idee? Ja, das klingt nach einer Dann Idee. Dann leveln wir nämlich deinen Sebelstian ein bisschen. Und kriegen gleichzeitig auch ein paar EP mit. Auf dem Weg. So, ich stelle mal Reinhard hier ab. Und dann ziehen wir los. Zu den Ruinen der Altvorderin. Haben wir eigentlich unser Kaffeethema beendet, Just Me? Hilfe. Hilfe. Komm schon. Na komm, so ätzend ist das Thema jetzt auch nicht. Ich bin stuck. Ich fang schon mal an. Ich bin stuck unter Ferdinand. Oh, Nachschubmaterialien in einer Kiste. Das ist interessant. Das ist ein doppelt verpacktes Geschenk. Oh. Zack, bumm. Oh. Geil. Oh, Mann. Bist du immer noch stuck? Nein. Jetzt dann kannst du ja kommen. Ich bin doch da. Ich sehe dich nicht. Ich bin Ach, genau da. Hier. Hallo, da bist du ja. Ja. Wir sollten auf jeden Fall demnächst mal Schweinchen farmen. Für Schweineschwarten. Für unsere menschlichen Thralls. Na dann. Das steht in einer der nächsten Folgen mal an. Also wir haben sehr viel zu tun. Ich werde uns mal demnächst eine Liste schreiben, glaube ich. Ja, mach das. Eine To-Do-Liste. Was wir alles so vorhaben, was wir alles so tun müssen. Um Endgame ready zu werden. Ich finde, dein Sebelstian macht sich schon ganz gut. Wenn ich das mal so sagen darf, Just Me. Ja. Ja, ist halt kein Herbert, ne? Aber. Ja. Ja. Der fehlt mir. Ja, der kommt ja wieder. Der frisst mir zu viel Schaden. Zu schnell zu viel Schaden. Ja, der ist ja noch ganz klein. Gib ihm Zeit. Nein. Simba konnte auch nicht an einem Tag Scar erledigen. Das braucht einfach ein bisschen.
Und er hat kein Fleisch mehr. Ich musste ihm jetzt mit Wildfleisch aushelfen, damit er sich zumindest heilen kann. Lass Sebelstian mal eine Weile mit einem Keiler und einem Erdmännchen durch die Gegend ziehen. Und dann tötet ihr alles. So, eine Truhe ist meine, eine Truhe ist deine. Welche nimmst du? Du kriegst die Rechte. Oh, ich habe gerade eine Stahlkeule bekommen. Ich habe gerade Stahlfeuer, Färbemittel und Dschungelgrog bekommen. Eisenstein, Färbemittel und Goldbarren. Nice. Ey, Siebters Aufstieg ist ein cooler Ort. Gehen wir mal in die Richtung hier weiter. Da waren wir ja letztens oben, glaube ich, ne? Ich glaube, da nicht sind wir ganz. Nicht ganz hoch gegangen. Ja. Aber da gehen wir heute ganz hoch noch, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch 5 Minütchen, haben wir noch. Und die Skelette sind jetzt auch nicht so die Mega-Bedrohung. Nee, nicht mehr. Wir hätten natürlich jetzt die Schopfechsen farmen können, ne? Da hätten natürlich, da hätte der Sebelstian wahrscheinlich die meisten EP bekommen, aber wir achten ja nicht auf Effizienz oder so. Na, ist ja viel zu langweilig. Naja, ist ja auch wirklich langweilig. Da muss man einfach auch so ein bisschen zwischen Let's Play und Real-Life-Gefarme unterscheiden. Würden wir das wahrscheinlich privat spielen? Klar. Dann würden wir das effizient. Ladekiste. Würde ich privat spielen, würde ich auch wahrscheinlich nicht mit einem Knochenschild herumlaufen. Ja. Aber so ist es mir halt ehrlich gesagt völlig egal. Also ich achte überhaupt nicht auf meine Ausrüstung, weil es stirbt ja ohnehin aktuell alles. Wäre auch, glaube ich, so ein bisschen Verschwendung von Ressourcen, weißt du? Ja. Weil sobald wir Level 60 sind, craften wir uns sowieso, soweit es geht, Endgame-Zeug. Ja. Beziehungsweise farmen uns das. Ja. Oh ja, jetzt wird's cool. Vier Gegner auf einmal. Und natürlich werde ich angegriffen. Ja, das ist echt, ich weiß nicht warum. Du bist einfach beliebt, Jasmine. Ja. Das wage ich zu bezweifeln. Also, ich mag dich. Du zählst nicht. Du bist voreingenommen. Bin ich uncool, dass ich nicht zähle. Bin ich nicht okay, Jasmine? Nee. Bin ich einfach nicht gut. Dass ich da nicht mit reinzähle, das ist, weißt du, als ob meine Meinung nichts wert wäre. Oh, ich habe ein bisschen Durst. So, einmal gesüffelt und dann geht's weiter. An den Rand des Mahlstroms. Yep. Bisschen knüppeln, ich finde, das ist gerade ganz angenehm. Ein Level-Up habe ich auch schon gemacht dadurch. Oh ja. Jetzt beginnt die Action. Weißt du, was mir in Isle of Sifter aktuell noch so ein bisschen fehlt? Was denn? Lava. Lava. Boomschlaber-Lava. Ich meine, es gibt sowas Lava-ähnliches in den Vaults, ne? Aber. Also, da wird es schon mal heißer, aber so Open-World-Lava habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber. Unsere tollen Zuschauer können das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls sie irgendwo Lava gefunden haben. Ich glaube nicht, dass es hier Open-World-mäßig irgendwie Lava gibt. Also, ich habe auch noch keine gesehen. Hier ist eine Kiste. Na, gönn dir. Gönnen Sie sich. Die gönne ich mir hart. Kaninchen! Ne, lass doch dann. Ja, hast du eh nicht getroffen, siehste? Ne, lass doch den Armen. Nein! Aber ich soll der Böse sein. Ich. Ja. Ich bin der Böse. Ja. Was ist das denn? Schriftrolle? Soll ich vorlesen? Ja, lies mal vor.
Nachdem wir hier fertig sind. Nein, ich kann, während du knüppelst, mache ich das. Ja, ah, gut. Ein bisschen zu laut. So. Darf ich jetzt? Ja. Dankeschön. Tag 5 des Monats von Parmuti im Jahr des Hundes. Ja? Ich konnte die lautlosen Straßen Neu-Luxurs nicht mehr ertragen. Ich habe mich daher in einen Turm zurückgezogen, der die zentrale Ebene überblickt. Siptas Einkehr. Was für ein grandioser Name für einen Ort, an dem ich emsig meiner Arbeit nachgehe. Nacht für Nacht träume ich von Hans Bogner und von dem dunklen Raum in der Spitze des Turms. Tag für Tag suche ich einen Weg, ein Autogramm von Hans Bogner zu bekommen und ihn zu betreten. Mittlerweile ist mir klar, dass der Turm weit mehr ist als ein bloßes Gebäude. Er dient einem Zweck, der weit über seine Funktion als Festung hinausgeht. Er ist ein magischer Nexus. Aber wofür? Für die Beschwörung Hans Bogners. Ich kartiere die Flurlinien, die von Herzen des Turms nach außen verlaufen. Ich vermute, dass die Gewölbe entlang dieser Flurlinien errichtet wurden, aber um meinen Verdacht zu bestätigen, muss ich das gesamte Gebiet vermessen. Na, da hat er hoffentlich Spaß gehabt. Ja, cool. Der Sippy Boy. Und hier ist noch eine Endgame-Truhe. Ich schau nur mal rein und du darfst plündern, weil ich bin eh schon voll. Entschuldigung. Ja. Genau. Färbemittel brauchen wir nicht. Nee. Weg damit. Weg. Mit dem Dreck. So, gehen wir heim, oder? Haben wir es gesehen? Ja. Man hätte jetzt noch hier hinten da so ein bisschen gucken können, aber die Folge nähert sich auch dem Ende und da herumzukraxeln, das können wir gerne mal ein andermal machen. Ich finde, der Loot hier ist gar nicht so übel. Mhm. Das heißt, hier können wir öfter mal vorbeischauen, oder? Ja, klingt gut. Ich meine, ihr da draußen, genau du da vor deinem Bildschirm, kannst ja mal schreiben, was wir so machen sollten, oder nicht sollten, könnten, ja? Und ob du diesen Vorschlag unterstützt? Das würde mich nämlich schon interessieren. Ich finde das ganz nett hier. Siebtas Aufstieg. Und, ja. So, warte mal kurz. Ich schau schon mal ins Nachschubpaket rein. Oh ja. Oh, nice. 250 alchemistische Grundsubstanzen. Ja, nice. Die nehmen wir doch gerne. Und 250 Holz waren auch noch dabei. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja. Genau, so machen wir's. Ja. Willst du oder soll ich? Du machst das immer so schön. Ja? Ja, also dann, meine Lieben. Ihr tollen Menschen da draußen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr. Über ein Däumchen nach oben kostet euch nur eure Seele. Nein, eine Sekunde. Kostet euch eine Sekunde eures Lebens, bedeutet uns aber enorm viel. Unterstützt unsere Kanäle und sorgt dafür, dass YouTube uns lieber mag. Und, oh ja. Und böse Menschen, die fies Clickbait betreiben und euch verarschen und so, die werden dann runtergezogen. Ja. Weil wir dann besser sind und so. Ne? Weißt du? Weißt du Bescheid, ne? Schätzelein. Genau, und wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann schreibt uns gerne einen lieben Kommentar. Ja. Auch ein Kommentar mit einem Daumen-Emoji. Hilft uns schon, tatsächlich. Und ist natürlich sehr gern gesehen. Ja, kriegt dann auch ein Herzchen-Emoji. Genau, wollte ich gerade sagen, wird definitiv mit einem Herzchen beantwortet werden. Ja. Und falls ihr noch mehr machen möchtet, gerne auch unsere Videos teilen auf verschiedenen Plattformen. Der Oma zeigen, dem Onkel zeigen. Der Oma. Das ist die längste Abmoderation meines Lebens, glaube ich. Yep. Ja. Genau. Und natürlich, selbstverständlich, falls ihr neu hier seid, hallo. Hallo. Gerne abonnieren und die Glück aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.